Was geht, Leute? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cyberpunk 2077. Hier hämmert irgendjemand rum. Ich habe für euch zur Info, ich habe ein bisschen an den Grafikeinstellungen rumgespielt. Jetzt spiele ich nur noch auf hoch, aber habe dafür Raytracing weiter hochgeballert, dass man schön Spiegelungen sieht, wie ihr hier sehen könnt. Genau. Das macht halt einfach irgendwie ein geileres Feeling. Aber dafür sehen die Leute ein bisschen unschärfer aus. Aber ich denke, das ist dann der Preis, den man dafür zahlen muss. Und des Weiteren finde ich es dann trotzdem wichtig, dass halt das Spiel rund läuft. In der letzten Folge war er auf 30 FPS alles. Jetzt glaube ich, sollte es ein bisschen flüssiger laufen. Aber das sehe ich ja dann nachher. Mir kommt es jetzt ganz okay vor. Zwischendrin wird es wahrscheinlich ruckeln. Und jetzt machen wir den Auftrag weiter. Wir treffen uns jetzt mit Jackie. Wir sind ja aus unserem Apartment erst aufgewacht. Und ja. Wo muss ich hin? Da hinten. Die Leute sind schon alle am eskalieren. Komm schon, du Scheißteil. Alles klar. Was für eine Waffe? Wie wär's mit ein, zwei Rollen? Was meinst du? Sicher. Sollen wir fighten? Gefällt dir mein neuer Bad? Hat mir grad ziemlich die Fresse poliert. Wer neugierig, wie er einen wie dich handhabt. Was meinst du? Ja, wie kann ich denn? Sicher, warum nicht? Lass mal. Los geht's. Lass mal kämpfen, Mann. Willst du bewegen? Und den Kopf auch. Wir haben ein Problem. Komm, komm doch. Alter, bewegt sich wie ein normaler Mensch. Komm. Warst es schon? Was hast du im Angebot? Ganz ehrlich, ja. Was verkaufst du hier? Alles nur vom Besten. Ach so, das ist ein Verkäufer halt. Ah, jetzt check ich's. Okay, wieso kann ich nichts machen? So. Das ist ein Verkäufer. Was gibt's da? Mods? Erhöht die kritischen Schaden um 10%? White Knuckle erhöht die kritische Trefferchance um 7%. Erhöht das Angriffstempo mit Waffen um 0,3. Erhöht den Schaden um 7. Ha. Wie viel Geld haben wir denn? Ah, wir haben $715. Oder ja, was ist auch Euro-Dollar, steht halt einfach so nebeneinander. Geile Währung. Erhöht das Angriffstempo. Ja, komm. Kaufen wir mal. Hey. Okay. Irgendjemand labert hier rum. Mm. Er sieht halt schon cool aus, wenn sich da alles spiegelt. Hat schon was. Die Welt besteht ja hauptsächlich aus Pfützen und Scheiben und ist schon cool. Gut, wo? Ah, warte. Ich habe seinen Auftrag noch gar nicht angenommen. Nein, nicht das. Hey, diese Kämpfe. Du hattest was von Kämpfen gesagt. Ich habe deine Technik im Ring gesehen. Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Diese Kämpfe. Jawohl, gechippt. Sind nicht schön wie beim Tuning. Legal, aber. Ziemlich lukrativ. Lukrativ für wen? Dich oder mich? Für uns beide, oder? Für uns beide? Ja, ich wusste es. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds. Als Agent eben. Der Rest gehört dir. Klingt fair, ganz ehrlich. Im Endeffekt vermittelt er mich, ja. Ist zwar 50-50, so wie Abu Chaka Clan, aber egal. Klingt fair. Machen wir einfach. Wusste ich's doch. Gute Instinkte. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Wenn du gewinnst, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Alles klar. Alles klar. Gut. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki fängst du an. Ich glaube an dich, wie. Zeit, der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Machen wir safe. Absolut. Feier ich. Haben wir das jetzt als Nebenquest? Oh, falscher Knopf.
Inventar, Charakter, Datenbank. Wo haben wir denn Missionsziele? Inventar, Rucksack, Cyberware. Was ist Cyberware? Ah, das ist ja das. Genau. Hier habe ich einen Mod eben. Betriebssystem. Der ist ja drin, oder? Mods Kurzschluss. Kann ich das jetzt hier reinpacken, oder? Ablegen. Keine Achso, das ist schon drin. So. Okay, verstehe. Sorry. Wurde dann automatisch wohl ausgerüstet. Was haben wir denn noch? Herstellung. Das sind Upgrades. Und woher weiß ich, ob ich dafür für eine Waffe ein Upgrade habe? Wenn ich jetzt da drauf gehe. Gewöhnliche Komponenten. Ja, das ist für mich noch ein bisschen unübersichtlich, das Menü, um ehrlich zu sein. Das sind Waffen, die ich noch nicht besitze, oder? Die habe ich doch gar nicht. Das ist Item-Herstellung. Ah, jetzt check ich, sorry. Ist aber noch alles blockiert, wir können noch gar nichts herstellen. Journal. Ah, Journal. Okay, da sind unsere Missionen, jetzt habe ich's. Nebenmission Beat on the Bread. Kabuki, die Waffe, Bedrohung, Mittel. Also da haben wir mehrere Nebenmissionen schon. Und die haben wir abgeschlossen. Ich würde sagen, lass jetzt nochmal die Hauptmission weiterverfolgen. Und dann würde ich mich in der nächsten Folge um die Nebenmission kümmern. Ich habe irgendwie Bock, gerade ein bisschen so in die Hauptstory einzusteigen, um den kennenzulernen, den Jackie und alle anderen. Bin ich falsch? Muss ich hierher? Also ich muss hier rein. Irgendjemand hämmert immer und ich denke, jemand ballert. Fahren wir runter? Hallo und willkommen zu den Lokalnachrichten. Das Aratama Matsuri Festival steht unmittelbar bevor. Bestes Festival. Aus diesem Anlass sollen die Straßen von Night City durch besonders prunkvolle mehrstöckige Dashi-Festwagen belegt werden. Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Beaver-Virtuosen sowie traditionell dargebotene No-Theater-Vorstellungen. Wow! Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation und eine aufregende Neuigkeit. Arasaka wird natürlich keine Unterdrückerunternehmen sein oder so. Parade teilnehmen werde. WNS News wünscht seinen Zuschauern ein entspanntes und fröhliches Matsuri. Auf gutes Gelingen, Night City! Nein, nach der Pause. Daraus. What the fuck? Okay. Wo müssen wir jetzt lang? Dann müssen wir da außen rum. Jetzt hier wahrscheinlich wieder die Mission. Was ist hier? Steht alles in meinem Bericht. Oh, den habe ich gelesen. Da fehlt die Kleinigkeit, dass ich dir gesagt habe, du sollst da schnell raus. Wenn wir da überhaupt außen rum? Hey, ich wollte eigentlich rushen. Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? Ich check's nicht. Ich bin gerade zu blöd. Ihr muss dahinter. Ah, das ist der Kampf. Okay, begib dich. Kampf. Nein, das. Mann, ich Vollidiot, Leute, es tut mir so leid. Inventar. Da, Journal. Hier, den muss ich erstmal wieder anwählen. Ich habe nur A gedrückt, ich held. Aber es passt, ich bin richtig. Was? NCP. NCPD-Scanner-Delikte. Das NCPD bezahlt für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Aufträge. Fixer kontaktieren dich, wenn dich ein Auftragsort näherst. Fixer, diese Vermittler informieren dich über Aufträge in der Nähe. Okay, dann wissen wir schon mal, was die Zeichen hier bedeuten. Interessant. Okay, da ist schon Jackie. Jackie-chan, was geht? Mann, der Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Ja, so siehst du aus, ey. Lass mich nur kurz aufwischen. Gönn dir. Dann besuchen wir Senor Vector. Gestern hast du was von der Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja. Sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job für uns. Erzähl. Hau raus jetzt. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes, aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deshaun. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife.
300 Pfund. Vergoldete Coolness. Okay. Street Kid. Dex ist noch dabei? Dachte, Dex wäre vor Jahren aus dem Ring geflogen. Hat sich mit dem Falschen in Pacifica angelegt. Dann gab's Ärger. Gangkrieg. Vor 2 Jahren. Dex war irgendwie darin verwickelt. Gab eine Menge Leichen, als die Ballerei endlich vorbei war. Aber Dex hatte Glück. Konnte untertauchen. Ist alles ruhiger wurde. Hat eine Weile gebraucht, aber ist mit einem Paukenschlag zurückgekommen. Okay. Ich weiß zwar nicht, wer Dex ist. Irgendwas daran stinkt. Komm. Jack, der Typ steckt bis zum Ellbogen in Blut. Und du willst ihm die Hand schütteln und für ihn arbeiten? So ist das eben wie. Jeder hier hat Blut an den Händen. Abhaken und weitermachen. Wie genau sieht der Job aus? Wie hast du das geschafft? Komm. Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Dex Typ. Wir beide nicht. Aber T-Bug, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als er mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Oder? Sicher, Jack. Wenn du meinst. Legendärer Mann. Also, jetzt können wir aber fragen, wie genau sieht der Job aus? Was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter vier Augen. Keinen Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir. Moment, warum ich? Warum soll ich gehen? Habt ihr ohne mich Strohhalme gezogen, oder was? T-Bug und Dex kennen sich eine Weile. Und meine Visage ist nichts Neues. Dex will dich eben abchecken. Du bist aber sehr komisch, Digga. Es ist sein Job, also gelten seine Regeln. Für jeden ein individueller Ansatz. Alles halb so wild. Es wird keine Falle für mich sein, oder keine so. Wahl. Nee. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Ich hab nichts gegen Padre und Bacacó. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Ich kenne mich mit Fixern aus. Hör mir auf mit Fixern. Die angeln Kunden, suchen sich den billigsten Idioten für den Job und entsorgen dann seine Leiche. Scheiße. Genau so ist es wie. Gut, dass wir es dann machen. Mann, bin ich voll gefressen. Ja, wie viel waren da überhaupt drin? Dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, um die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu klären. Okay, du danke, Pisser, ey. Weiß ich zu schätzen. Das mache ich, ey. Komm mal runter, Peter. Peter, komm mal runter. Ja, komm. Wie komme ich jetzt? Hä? Ah, Leute, wartet mal kurz. Mein Aufnahme... Zeichen ist genau im Weg, dass ich es nicht lesen kann. So, jetzt. Sorry für die kleine Behinderung. So. Okay. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Die Karre ist wie neu. Ich hoffe doch. Noch zeigen. Fahren wir jetzt oder was? Ja. Lass uns das Baby in Aktion sehen. Auf komm. Geht's, ich will fahren, Mann. Wir dürfen endlich ein Auto fahren. Dass ich das noch erleben darf. Geil aber, dass das Auto hergebracht wird. Oder herkommt. Erster Halt. Ripper Doc. Hey, Amigo, mach langsam, okay? Ich hab gerade erst gegessen. Soll ich Gas geben, oder? Dass du kotzt. Ich wollte sowieso bei Vic vorbeischauen. Aber okay. Was du nicht sagst. Oh, sie ist so süß. Sie ist so süß. Ich hoffe, ich fahre richtig. Alter, ist das, das ist gar nicht so einfach. Hin zu einer besseren wirtschaftlichen Integration und deren Vorteilen und steht in starkem Kontrast zu dem Protektionismus. Kamera wechseln, so. Ist doch viel geiler in Third Person. Da hat man so ein bisschen anderes Feeling. Auch wie das Auto sich bewegt, sieht schon heftig aus. Und diese Strecke durfte ich fahren, oder was? Euer Ernst? Ja, ich werde wahrscheinlich noch öfters fahren. So. Irgendeine Ballerei gibt's hier. Dann sehen wir, was Dex für uns hat. Okay. Jetzt, wie, als ich in der Wohnung war, habe ich ja berichtet eben von Magenproblemen.
Und jetzt soll man mich wieder instand setzen. Hoffen wir, dass es klappt. Was geht bei dem Blut? Nur euch. Du siehst aber mehr aus wie ein Fleischer als ein Prophet. Oh, Bonsai-Bäume. Läuft bei dem. Hey, wie? Hey! Dr. Vector, ich hab dich doch gesehen. Ich bleib so lange hier. Oh. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Ui. Läuft bei euch. Du siehst fröhlich aus. Bin ich auch. Immer. Erleichtert das Leben. Und das soll ein Doktor sein? Warte, stopp. Da kann man einen Hund streicheln oder eine Katze. Ist ja nett. Eine nette Katze. Auch wenn sie ein bisschen gruselig aussieht. Sie sieht aus wie die... Ola! Es ist auch so eine Nacktkatze aus Ägypten. Ola, grüße sie. Malone vernachlässigt seine Deckung. Ah, er wird müde. Bester Doktor, ganz ehrlich. Fett wie ein Turnschuh. Obwohl, also Ripper Dog. Obwohl weit verbreitet, ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährlicher, invasiver Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Dogs? Ja, Ripper Dogs. In Night City arbeiten diverse Ripper Dogs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware-Upgrades anbieten. Wähle eine gewünschte cybernetisches Upgrade aus der Liste und dann viel Spaß mit deinen neuen Fähigkeiten. Okay. Alter Ripper, schön dich zu sehen. Auch schön dich zu sehen. Ist eine Weile her. Was also, geht? Was führt dich zu mir? Der schraubt einfach Letzter sich selber rum. Hab mich mit dem Neuro von der Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Jawohl. Wie geht's sonst so? Ich will, kennst du Dexter Deshawn? Komm, dann fragen wir den gleich Hab mal. Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter Deshawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Aber? Gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig. Sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Okay. Und sonst wollen wir ein Upgrade. Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex Deshawn, einen von der Oberliga. Ich brauche richtig gute Tech. Der Dexter Deshawn. Tja, das ist schon was. Darf ich mich da hinsetzen jetzt? Bezahlt hat er noch nicht. Natürlich nicht. Ich bezahle dich nach dem Job. Komm. Hör auf zu flennen, Vic. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal. Klar? Danke dir. Setz dich hin und entspann dich. Los, Victor, gib mir den Scheiß. Ich will sofort Upgrades. Was für ein Gefühl das sein muss. Du sitzt in einem unsterilisierten Raum. Oder ist er sterilisiert? Die Roshi-Optik. Das Beste, was ich habe. Und gekühlt ist er anscheinend das, auf jeden Fall. Suchst. Verlink was dich. Ist das ein Auge? Die Tech ist vom Feinsten. Kiroshi? Weg, das ist das Beste, was man finden kann. Klingt für mich, als wäre es genau das Richtige. Ich habe versprochen, dich zu bezahlen, aber das... Das könnte ein bisschen zu viel sein. Du Pisser. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Ja, komm, verlinken wir jetzt. Am Ende reiten wir uns zwar wahrscheinlich du in die Scheiße. Dich um und wählst aus, ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Cyberware. Kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für organische Körperteile. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, die deine Kampffertigkeiten verbessern und dir dabei helfen können, Gefahrensituationen lebend zu überstehen. Obwohl die Installation von Cyberware im Jahr 2077 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch um einen gefährlichen, invasiven Eingriff. Ja, wie vorhin.
Genau, soll von nur von Ripper Dogs durchgeführt werden. Okay, gönnen wir uns mal. Mach Auge, mach kein Auge. Krank, deine Sicht. Diese optische Cyberware von Kiroshi bietet eine extrem beliebte Reihe von elektroneutralen Verbesserungen mit Scan-Funktionen für die Umgebung des Benutzers. Krank. Und hier Hände. Was macht er uns an die Hände? Ballistischer Co-Prozessor. Co-Prozessor, sorry. Erhöht die Chance auf Querschläger mit Powerwaffen. Verbindet die optischen Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem, wodurch Daten in Echtzeit verfolgt werden können. Krank. Richtig geil. Richtig geil. Wir werden jetzt zu so einem Hybriden. Mark One, oder gesagt, wir sind schon ein guter Scanner. Antoine. Seit Daten auf deiner Netzhaut. Hat er gerade Antoine das gesagt? Das der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Hm, das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tech. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Und jetzt können wir einfach straight zugucken. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Also, was gibt's Neues bei Victor? Was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Night Fucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlaf ich ruhig. Wo er recht hat, ganz ehrlich, man muss sich auch nicht zur Legende immer machen. Genau so. Danke. Oh nein, bitte gib doch eine jetzt Narkose noch ein Anästhetikum, oder so. Ah, okay. Dann wird geschnitten. Spürst du was? Fühlt sich an wie beim Zahnarzt. Ernsthaft, Doc. Klingst wie ein Zahnarzt. Wir können auch nicht das Maul halten. Sei lieber nett. Denk dran, ich bin alt und meine Hände zittern. Könnte abrutschen. Was ich machst schalte du? Kurz das Licht aus, okay? Ach du Kacke. Das ist ein ekliges Gefühl. Okay, testen wir's. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Das sind die Standardnebenwirkungen, wenn man dir ein Auge einpflanzt hier. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Das war's schon? Naja. Ich hab echt schon Besseres gesehen. Geduld, Kleiner. Wart's nur. Menschen scannen. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen. Zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste von Quick Hacks, die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Okay. Zeit für den Scanner. Das hatten wir ja im Ding. Im du Training. Vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Das hatten wir im Training, genau. Du musst irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut. Damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Okay. Du hast einen Zugriff auf die Datenbank mit Personen, die ein Kopfgeld auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Mann, heute läuft bei mir Lesen wieder her. Du kannst die Gefahndeten mit deinen Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Das sollte was wunderbar für eine Hand, klappen. Ey. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen.
Was ist mit dem Virus? Coronavirus oder was? Was ist mit dem Neurovirus? Am letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Krank. Man kriegt halt dann noch ein Virus, ja? So ein Cybervirus. Scheiße, Victor, nicht schlecht. Ich bin sprachlos. Danke, ey. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Was ist das? Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Krank. Danke, Vic. Du bist der beste Mann und das alles für Lau. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Hau rein, Digga. Das Geld kriegst du, wie gesagt. Vergiss nicht, woher du kommst. Werde ich nicht. Dein Herzchakra scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann's wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Auf geht's. Gehen wir zu was Crunchy Burgers. Ah, jetzt habe ich den. Hier, der Typ wird. Der Typ ist stark, der hat einen Totenkopf. Der Psychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Tanzt da eine Nutte da oben? Eiskalt. Ich würde meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Krank. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Ja, Regina Jones, alles gut. Gegner ausschalten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Gegner auszuschalten, ohne sie dabei umzubringen. Ja, das haben wir ja schon alles gemacht. Wenn eine Waffe einen Kampfgrad oder einen Quick-Hack nicht tödlichen Schaden verursacht, wird das in der Beschreibung aufgeführt. So. Ich möchte jetzt aber wissen, was hier... Oh. Also steigen wir da mal ein. Den Typen hat man ja schon oft gesehen bei den Cyberpunk-Videos am Anfang vor Monaten. Yo, Mr. V. Ein Vergnügen. Dexter DeShawn leibhaftig. Was geht, Dexter? Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Ja, hau raus. Was ist dir lieber? Jetzt leckt's gerade her. Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt. Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen. Was zählt, ist, wie die Leute dich in Erinnerung behalten. In Night City überlebt man als Nobody. Ah, der Beste sein oder gar nicht sein, Dex. Koste es, was es wolle. Der Klassiker. Genau die richtige Antwort von einem Frischling. Respekt. Respekt, Brudi. Okay, hör zu. Fette ich Uhr übrigens. Was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Warum ich? Wozu die Show? Warte mal. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder Tiba könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jackstar hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Okay, nice. Der Job, erzähl mir mehr. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip, genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Klingt sehr einfach. Schätze, der gehört einem Konzern. Arasaka. Ist das ein Problem für dich?
Ja, ganz und gar nicht, komm. Wir müssen, verdienen keine wir müssen uns verkaufen. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? Zwei Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig. Will mit einem vom Team plaudern. Die Kundin, erzähl mir von ihr. Die Kundin? Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Habt euch sichern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Nein. Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Maelstrom, wo liegt das Problem? Maelstrom, sorry. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Maelstrom. Steck den Splitter ein. Splitter nehmen. Machen wir halt mal. Wir haben echt einen Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor zwei Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis drei Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen. Und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Dieser Royce, wer ist das? Dieser Royce, wie ist der so? Totaler Psycho, von der Chrom-verrückten Sorte. Davon gibt's hier viele. Da hast du recht. Nur gibt's noch ein paar Schlimmere, die ihre eigenen Freunde durch einen Mikrowellentrockner jagen würden, wenn sie's lohnt. Nette Leute. Angeblich zerplatzen zuerst die Augäpfel. Gibt ein hübsches Plopp, dann wird der Rest zu Gulasch. Er klingt doch nach einem netten Tod, hä? Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Ich weiß alles, was ich brauche. Alles, was ich brauche. Ein bisschen viel Information. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Mr. V. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ja, cool, dass er noch darauf eingeht, auf was ich geantwortet habe, einfach. Street Cred. Bestimmte Handlungen bringen dir Street Cred, also Credibility wahrscheinlich, ein. Verdiene mehr Street Cred und mach dir einen Namen in der Unterwelt von Night City. So werden sich dir völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Okay, Leute. Ah, Jackie ruft an. Hab mit Dex gesprochen. Gordita ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er will sehen, was wir drauf haben. Komm, er will uns in die Scheiße leiten. Er meinte, er will sehen, was wir drauf haben. Aber ich habe das Gefühl, er schmeißt uns mit Maelstrom und Militech in den Ring. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört.
Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingon. Royce, weißt du irgendwas über ihn? Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Jao, lauf doch durch mich durch. Royce schnüffelt Chrom wie Junkies Drogen. Und da ist noch was. Da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tuschen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wir müssen also alles machen. Oh, das ist Mini. Ich muss dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Erst mit Klienten treffen. Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Kalle, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Okay, Mission abgeschlossen. Spritzturm. Okay, Leute, dann... Passt auf euch auf, danke fürs Zusehen. Ich beende hiermit die Folge, sonst wird sie wieder zu lang wie die letzte. Und dann dauert es wieder ewig zum Hochladen. Also, danke fürs Zusehen. Es bleibt spannend, wird spannend. Ich drehe vielleicht noch ein bisschen an der Performance rum, weil hin und wieder leckt es trotzdem irgendwie. Ich will so die perfekte Einstellung finden, ja. Sorry, Leute. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.